Was machst du, was ist deine Mission? Das mache ich. Es gab viele Leute, die haben gesagt, okay, du musst eine Sache machen. Du musst dich irgendwie darauf konzentrieren und das passte mir nicht. Weil wenn ich irgendwie jetzt was essen will, dann kaufe ich ein. Bin ich jetzt nur mit Einkaufen beschäftigt oder auch mit Kochen oder halt nachher nicht abwaschen, dann würde meine Frau wahrscheinlich sauer werden und sagen, kannst das nicht so stehen lassen. Ich würde aber sagen, es gibt vielleicht einen Punkt, an dem ich das alles eben so raufhängen kann, die ganzen Klamotten, die ich habe. Und das ist praktisch Selbstbestimmung oder Entscheidungsfreiheit. Es hat sich natürlich im Laufe der Jahre einfach immer so weiterentwickelt. Als Anfang war vielleicht mehr Kommunikation das Interessante für mich. Weil ich dann irgendwie nach Deutschland kam, kein Deutsch konnte, dann habe ich die Leute immer beobachtet und so, okay, hier haben sie Kontakt miteinander oder nicht. Manchmal reden sie zueinander, manchmal reden sie parallel, aber trotzdem sind sie miteinander verbunden oder nicht. Und es gibt halt, manchmal siehst du zwei Leute, die sitzen nebeneinander, aber da passiert nichts. Ob sie miteinander reden oder nicht, ist egal. Weil es gibt manchmal eine Verbindung, du hast es irgendwie halt auch. Leute, die jetzt im Iran sitzen, bin ich hier und ich fühle mich tatsächlich mit denen verbunden. Oder auch nicht. Da wusste ich, okay, Kommunikation ist ein ganz machtvolles Ding. Ja. Hab dann direkt, da war ich irgendwie vielleicht 17. Ja. Ich bin dann nach Deutschland gekommen mit 13, aber halt 16, 17, da war mir klar, okay, Kommunikation ist extrem wichtig. Und hab dann angefangen, Verkaufs zu machen und Versicherungen zu verkaufen und sowas alles. Hatte irgendwie 12 Mitarbeiter, 500 Kunden und sowas alles. Bis ich dann gemerkt habe, ich betrachte jeden einzelnen Menschen wie einen Geldschein. Mhm. Ich habe mich nicht mehr an die Person interessiert wirklich. Ich wusste, wie ich mich schnell verbinde, damit ich einfach eine Versicherung verkaufen kann, damit ich Geld haben kann. Und so war jedes Gespräch eigentlich klar, wenn ich diese Person jetzt anspreche, ist es für mich 50 Mark. Mhm. Ja. Das hat mich so angeekelt. Ich habe gesagt, okay, das ist nicht das, was ich machen will. Mhm. Und habe dann komplett alles abgegeben. Und mein Bruder und wie gesagt, ich hatte ja die Mitarbeiter. Ich habe gesagt, okay, hier, das sind die Empfehlungen, das sind die Kunden und so, das machst du. Und bin dann komplett nach München gezogen. Wollte so viel Abstand wie möglich von dem haben. Und interessant wurde, eigentlich klar wurde, wie viel Kontrolle ich darüber habe, wenn ich einfach kommunizieren kann. Also echte Kommunikation, nicht nur irgendwie so Wörteraustausch, sondern einfach direkte Verbindung haben mit der Person, wo du einfach Emotionen und alles mögliche ausgetauscht wird. Du hast es manchmal auch bei Verliebten. Die sitzen im Restaurant, die müssen nicht reden, aber der ganze Raum verschwindet. Ja. Das ist für mich echte Kommunikation. Ja. Mit dem hat man natürlich enorm viel Kontrolle. Mhm. Hat mir ein bisschen Angst gemacht, wenn ich sage, okay, hier, das, dieser Jet ist, ne, du fliegst jetzt. Ich sage, oh, Moment, wa? damit hängt natürlich auch jede Menge, oder hier, das ist jetzt Atombombe, du kannst draufdrücken. Ja. Damit wächst natürlich jede Menge Verantwortung. Und ich habe gemerkt, dass du bei Verantwortung nicht jemand das aufzwingen kannst. Ich kann einfach sagen, okay, ich übernehme es oder nicht. Ja, ist eine eigene Entscheidung. Richtig. Und damit ist Entscheidungsfreiheit das Wichtige. Mhm. Das heißt, entscheide ich einfach, sogar Gott ist davon abhängig, ob ich mich dafür entscheide oder nicht. Mhm. Okay? Mhm. Und damit ist mir halt meine Entscheidungsfreiheit relativ wichtig. Klar, natürlich kann man das nicht 100% erreichen, so stellt sich das ein, aber ich kann es einfach immer erweitern. Und es gibt halt Sachen, die passiert sind, die vielleicht wie Aufzeichnungen existieren. Und die wollen sich einfach immer in meine Entscheidungen reinmischen. Mhm. So, wenn halt irgendwie ich vor dir sitze und aufgrund von irgendeiner Aufzeichnung eine andere Sache entscheide, als das, was ich direkt hier empfinde, dann gibt es Schwierigkeiten. Mhm. Und damit kannst du praktisch gesamt DSM-4 und ICD-10 zusammenfassen und sagen, okay, hier, alles, ob Depression oder Burnout oder Panikattacken oder was auch immer. Ich sitze vor dir, ich habe da eine andere Geschichte, also andere Aufzeichnung. Es ist wahrscheinlich nur ein Video oder ein Bild, auf den ich dann einfach unbewusst reagiere. Und das sieht komisch aus. Ja. Ja. Es ist schön. Ich glaube, in meiner Sprache würde ich das jetzt so definieren, dass wir halt Mauern aufbauen durch bestimmte Erfahrungen und nach diesen Mauern dann handeln. Ja. Und das genau wie an diese Mauern praktisch anstoßen und anecken und vielleicht auch diese Mauern dann erhalten, weil sie uns irgendwie eine Stabilität geben und wir uns darin wohlfühlen praktisch. Ja. Ja, super spannend. Finde ich ganz interessant, dass du es gerade sagst. Also Mauern sind ja für mich auch sowas wie Trennung. Ja. Vor ungefähr 2 Jahren hat sich einiges bei mir verändert. Mhm. Ich war dick, bin immer noch dick. Ich muss ja auf meine Figur achten, so wie Buddha bleiben. Klingt so ein bisschen weiser. Genau. Meine Frau war dick und mein Vater war dick. Bei den beiden hat man Tumore festgestellt. Mhm.
bei der Frau, sie war schwanger, das sieht genauso wie ein Tumor aus. Das sind einfach Zellen, die jetzt wachsen. Bei meinem Vater ja auch. Das Interessante ist aber, als mein Sohn auf die Welt kam und der hat mich angeguckt, ich dachte, wie geil ist das? Das heißt, es gibt Tumore, die wachsen, aber halt meine Frau und mein Sohn haben an demselben Strang gezogen. Okay. Die Krebszellen haben mit meinem Vater nicht am selben Strang gezogen. Okay. Das heißt, in dem Moment, wo man nicht am selben Strang zieht, hat man Krebszellen. Das kann passieren halt auch mit Kopf und Herz, die nicht zusammenarbeiten. Das kann zwischen Menschen passieren, die nicht, was weiß ich, in Partnerschaft. Deswegen mache ich auch viel mehr Paartherapie. Und zwar deswegen, weil im luftleeren Raum merkt man manchmal diese Trennung nicht. Aber wenn du tatsächlich in einer Paarbeziehung bist, dann gibt es einfach Reibungspunkte. Da erkennt man eigentlich eher, okay, da ist irgendwas faul. So, und wo baue ich irgendwie so eine Mauer? Wo baust du die Mauer? So, wie können wir die loswerden? Das heißt, erst wenn das intensiver wird. Ich habe auch Business Coaching gemacht, aber da ist diese Trennung auch nicht so spürbar, weil es eine Geschäftsbeziehung ist. Aber wenn es um Emotionen geht, wenn es um da merkst du, okay, ich glaube, da konnte ich was machen. Ja, es ist total interessant, finde ich, was du über Trennung sagst, weil für mich auch ein ganz großer Ursprung von Leid oder von Schmerz eben überhaupt die Abtrennung vom Moment ist, die Abtrennung von sich selbst oder überhaupt Trennung. Und das ist ja so interessant, wenn wir darüber nachdenken, was wir in Wahrheit sind sozusagen, was wir sind statt Menschen. Meine Ansicht ist da eben, dass wir Seelen sind, die gerade eine menschliche Erfahrung machen. Und zu dieser menschlichen Erfahrung gehört dazu, dass wir eben abgetrennte Körper haben, was aber praktisch eher eine Art von Matrixwelt dann fast sozusagen ist. Also eine Welt, die etwas anderes ist, die eine andere Realität ist als unser eigentlicher Ursprung. Und deswegen würde mich deine Perspektive dazu interessieren. Und ich glaube, dass eben auch genau da vielleicht auch dadurch, dass wir hier wiedergeboren werden in einen menschlichen Körper und in diese menschliche Realität, zu dem eben diese Trennung dazugehört, sind wir praktisch schon darauf ausgerichtet, das erstmal zu erfahren und da erstmal praktisch mit dieser Herausforderung annehmen zu müssen, was oder die Herausforderungen, die damit eben einhergehen, mit dieser Trennung. Und dann vielleicht auch ultimativ zu erkennen, dass wir eigentlich alle eins sind oder dass wir eben nicht getrennt sind. Ja. Ich glaube, das sind verschiedene Sichtweisen. Ja. Wenn du physikalisch betrachtet, gibt es nichts. So, Ja. damit sind wir eigentlich. Alles verändert. Okay. Das heißt, stell dir vor, das habe ich mit meiner Tante gemacht, als ich Kind war, da habe ich mich hingelegt und sie hat sich auch hingelegt. Ich sage, ich träume jetzt davon, dass da so ein Wald ist. Ja, ich träume das jetzt auch, das ist toll. So, das heißt, wir können einfach unsere Träume aufeinander abstimmen. In dem Moment wird das real. Jetzt kann man das mal vergessen haben, was wir da hingestellt haben. Und dann sag mal, guck mal, das ist real. Ich sage, ja, stimmt, jetzt kann ich das auch sehen. Das heißt, ich brauche die Realität, um einfach eine Übereinstimmung herzustellen. Das Interessante ist, dieses Vergessen funktioniert ganz lustig. Ich war als Kind, wollte ich zur Schule gehen. Also, wollte ich nicht an dem Tag zur Schule gehen, weil ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Also habe ich zu so meiner Mutter gesagt, ja, ich habe, glaube ich, Kopfschmerzen. So, ich kann nicht mehr gehen. Ich meinte, okay, fein, wunderbar. Brauchte ich nicht zur Schule gehen. Was denkst du, ein paar Jahre später, warum ich einfach Kopfschmerzen hatte und ich wusste nicht, wo die herkommen? Die war jede Aufgabe, nicht Kopfschmerzen. Ich konnte das nicht machen. Das heißt, man entscheidet, also es gibt ja diese Secret-Geschichten und so. Klar, das Universum unterstützt dich die ganze Zeit. Der macht nichts anderes, außer dich zu unterstützen. Manchmal triffst du bestimmte Entscheidungen, vergisst die. Und diese Entscheidung, die du damals getroffen hast, wird natürlich auch unterstützt, passt dir aber jetzt mit deiner neuen Entscheidung nicht überein. Okay? Das heißt, du unterstützt nicht dich selbst in deinen eigenen Entscheidungen. Und da haben wir Krebszellen. Mehr ist es nicht. Super spannend, weil ich glaube eben auch, dass wir unser Unterbewusstsein ist ja viel mehr als unser Bewusstes. Und ich glaube, dass wir so viele Glaubenssätze mit uns herumtragen, eben im Unterbewusstsein, die da im Weg stehen. Und ich finde das dann gerade bei Secret und Law of Attraction und diesen ganzen Sachen so spannend, weil die Leute tun halt so, als ob man einfach entscheiden kann, was man jetzt gerne hätte und dann passiert das alles morgen. Aber eigentlich ist ja das Ziel, erstmal vor allem auch diese
unterbewussten Glaubenssätze, die man ganz oft wahrscheinlich aus der Kindheit noch mit sich rumträgt, wie du eben sagst, Entscheidungen, die man irgendwann mal getroffen hat. Interessant auch, dass du das gesagt hast, eine Krankheit, aber bei mir war auch ein Thema, dass ich irgendwann abgespeichert habe, okay, wenn ich krank bin, dann kümmert sich jemand, wenn nicht, dann vielleicht nicht so sehr. Und dass man dann irgendwann Krankheit manifestiert. Ja, weil es halt, das ist dann real. Ja, und die Ärzte wissen nicht, wie sie es loswerden, weil es meine Entscheidung, man hat Entscheidungen lösen müssen, damit die Krankheit verschwindet. Total. Sonst hat sie keine Chance. Ja, und an diesen Glaubenssätzen halten wir, glaube ich, manchmal so fest, weil es ja auch Teil der Komfortzone irgendwie geworden ist und das, was man kennt. Und alles, was man nicht kennt, ist natürlich erstmal angsteinflößend oder ja, eine Herausforderung, die man vielleicht noch nicht sich gewappnet fühlt. Es gibt verschiedene, genau, es gibt verschiedene Sachen. Und zwar, ich kann ja bestimmte Entscheidungen treffen, während ich nicht so voll im Bewusstsein bin. Oder bestimmte Glaubenssätze, wie du sagst, wenn ich die bei vollem Bewusstsein gemacht habe, kann ich auch selber alleine wieder da rankommen und die finden. Wenn ich aber nicht beim vollen Bewusstsein war, weil ich, weiß ich nicht, im Mutterleib. Da bekommt dann die Mutter in so einen Schlag und das bin ich als Kind überwältigt. So, jetzt gibt es auch bestimmte Entscheidungen, die die Mutter trifft oder ich treffe. So, die funktionieren natürlich auch da und die sind mir nicht bewusst. Wenn ich da rankommen will, bekomme ich wieder diese körperlichen oder emotionalen Reaktionen, die ich damals hatte. Und das überwältigt mich wieder und dann kann ich die nicht mehr finden. So. Deswegen ist halt die Sachen, die ich einfach mir bewusst bin. Wenn ich sage, okay, mein Vater hat mich mehr Affe genannt, mache ich auch. Ich sage, na, mein Äffchen, ich liebe meinen Sohn. Und mach das auch so. Wenn er das aber halt gemacht hat, würde es nicht unbedingt bei mir einen bestimmten Einfluss, Angst oder was auch immer auslösen, außer er hat es einmal gesagt, während ich tatsächlich ein existenzielles Problem hatte. Deswegen sind die miteinander verknüpft. Sobald er das sagt, passiert das auch. Ja. Okay? Und ich habe dann einfach nicht mehr diese Macht, diese Entscheidungsfreiheit oder diese Kontrolle darüber, das einfach zu machen. Ich habe da, als ich klar Deutsch gelernt habe, habe ich natürlich sehr viele Wörter mich ja benutzt. Und eine der interessanten Sachen war, die Leute wollten mir immer Ratschläge geben. Ich hatte an meiner Tür stehen, Ratschläge sind auch Schläge. Ich wollte es nicht. So ein IQ, das ist höher als 90% der Bevölkerung. Das heißt, wenn 10 Leute mir was sagen, dann werde ich beim 10 erst sagen, ja, vielleicht hat es einen Sinn, was er da erzählt. Ja. So, ich weiß natürlich, das ist nicht das ist alles Intelligenz, aber halt, das heißt ja im Endeffekt, wie sensibel du bist, wie viele Sachen kannst du miteinander kombinieren und trotzdem bleibst du noch frisch. Und das Interessante war, im Wörterbuch stand, Hilfe ist, jemanden zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreichen kann. Ich war mal in einem Drogeninstitut, habe dann irgendwie den Heroinsüchtigen geholfen, Kokainsüchtigen, die lange Zeit irgendwie halt so 10 Jahre Heroin genommen hatten. Und der hat mir gesagt, wenn du mir wirklich helfen willst, also ne, jemanden zu unterstützen, damit er sein Ziel erreicht, besser, schneller oder einfacher, besorg mir Heroin. Heroin war nicht irgendwas, was er loswerden wollte. Das war seine Lösung. So, wenn ich ihm jetzt Heroin wegnehme, dann habe ich ihm seine Lösung weggenommen. Und wenn er keine Kopfschmerzen hat, dann braucht er keine Kopfschmerztabletten. Ganz einfache Sache. Das Interessante ist, in dem Moment, wo ich sage, ah, ich bekomme keine Wertschätzung, ist die Frage, habe ich die Ziele der Person wirklich unterstützt oder nicht? Das eine Interessante ist, dass ich die Ziele oder Bedürfnisse oder Wünsche unterstützen muss. Ich kann einfach nicht die Probleme wegmachen. Ja. Ich glaube, dass jeder Mensch Probleme braucht. Wir brauchen Probleme, damit wir ein Spiel haben. Und so schätze ich, das ist unser Ziel, warum wir tatsächlich als Seelen menschliche Figuren benutzen, um unser Spiel zu spielen. Ja. Okay? Also, manche benutzen wahrscheinlich mehrere menschliche Figuren, das weiß ich nicht. Aber halt, ich kann tatsächlich als Geist des Waldes existieren. Und als Geist des Waldes spielen. Ich kann aber auch als Mensch spielen. Ich kann aber auch als Familie. Ich bin die Familie oder ich bin das Land. Kann ich einfach tatsächlich entscheiden und dann kann ich damit spielen. Dieses Spiel brauche ich auch noch ein Problem. Stell dir vor, du spielst irgendwie Schach und du gewinnst jedes Mal. Hast du keinen Bock mehr. Du hast kein Problem zu gewinnen. Das wird langweilig. Oder du verlierst immer. Du hast auch keine Lust. Ja. Du musst die Chance haben zu gewinnen und zu verlieren. Das kannst du nur, wenn du dann einfach nicht weißt, was der andere vorhat. Das heißt, du brauchst diese Trennung, damit du ein Problem hast, damit du ein Spiel hast. Ja. Damit es sich lohnt, irgendwie weiterzumachen. Ja. Die Leute, wenn sie nicht genug Probleme haben, holen sich Sudoku. Die machen dann die Computerspiele. Warum? Weil ich einfach ein Problem brauche. Ja. Ich glaube auch, dass es, dass wir, also ich glaube, dass alles aus einem ganz bestimmten Grund passiert. Ich glaube, dass wir uns unseren Weg aussuchen mit eben dann bestimmten Problemen und Herausforderungen darin. Und dass halt das Ziel wirklich ist,
dass man aufhört, Angst vor der Angst zu haben, Angst vor dem Schmerz, der vielleicht mit den Problemen einhergeht, und da voll reinzugehen und das dann eben zu nutzen, diese Möglichkeit, weil dann gibt es ja eigentlich keine Probleme mehr, sondern es sind alles Lernaufgaben oder Möglichkeiten, um zu wachsen, Möglichkeiten, um sich selbst zu erfahren, um sich selbst zu erkennen und ultimativ dann irgendwie Gott, das Universum, wie auch immer man das definieren möchte, um das zu erkennen in einem selbst und diese Trennung dann eben auflösen zu können, dann ultimativ. Aber ich glaube eben auch, dass das war für meine eigene Heilung von Depressionen, Angstzuständen und so weiter eben total entscheidend zu verstehen, dass es keine, dass es nichts gibt, wovor ich Angst haben muss in mir drin. Und dass ich aber trotzdem mich auch mit dem Schmerz auseinandersetzen darf. Also, dass der da sein darf, dass der aus einem ganz bestimmten Grund da ist. Und dass ich mir den vielleicht sogar ausgesucht habe, dass ich dankbar sein kann Menschen, die mir bestimmte Dinge angetan haben, weil ich jetzt diese Aufgabe, weil ich jetzt dieses Problem eben habe, was ich bearbeiten darf. Und dass wir auch alles in uns tragen, um das Problem zu bewältigen. Also so wie ich dann meistens in den Therapiesitzungen auch arbeite, ist, wir finden einfach irgendwas, was auf Automatik geschaltet ist. Mhm. Okay? Also ich muss immer automatisch so und so machen oder zwanghaft das und das machen. Wenn ich das so mache, dann ich bin so oder so. Aha. So, wir suchen tatsächlich diese Momente, die einfach unbewusst fixiert wurden. Und dann lasse ich die Person das, diesen Automaten praktisch übernehmen. Ja. Was auch immer da ist, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Du hast Angst, okay, produziere Angst. Ja. Du findest heraus, okay, an welcher Stelle im Körper du das irgendwie spürst, produziere das. So, in dem Moment, wo du das produzierst, machst du den Automaten kaputt und praktisch schaltest du ja wieder die alte Entscheidung wieder ein. Da hast du es ja gewünscht, dass du Kopfschmerzen hast, damit du nicht zur Schule gehst. Ne? Und jetzt, wo ich das neu mache, dann kann es das wieder einschalten. Natürlich auch die ganzen Probleme damit hatte. Ja. Wenn ich dann keine Angst habe vor dem Problem, sondern ich sage, ich übernehme die volle Kontrolle oder volle Verantwortung für dieses, was da passiert, und ich erzeuge es aktiv. Du spürst tatsächlich, ah, okay, das ist die Art und Weise, wie man das irgendwie produzieren würde, wenn man es wollte. Und in dem Moment wirst du der Gott über dieses Ding, weil du erzeugst das. Ja. Und dann kannst du natürlich abschalten und einschalten, wie du Lust hast. Du bist erfolgreicher als Schauspieler, wenn du es unbedingt einsetzen musst. Ja. Du kannst aber auch abschalten, wenn du es nicht haben willst. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich von über Hilfe angesprochen hatte. Das heißt, wenn ich tatsächlich von der Überzeugung reingehe, also okay, das ganze Universum unterstützt mich die ganze Zeit. Mhm. Es gibt einfach keinen Moment, in dem mich nicht unterstützt. Außer ich habe einfach zwei widersprüchliche Entscheidungen, die er auch unterstützt, und dann bleibe ich da dran hängen, und weil ich da die ganze Zeit so mache, dann werde ich müde und ich komme nicht voran und da sowas. So, okay, welche Entscheidung kann ich um 1% erhöhen? Das hier. Uff. Mhm. Es dauert nicht viel länger als das. Ja. Ich meine, du kennst es ja auch selber. Du machst ja die Videos und das macht dir ja eine Freude, den anderen zu helfen. Mhm. Ich kenne vielleicht nur 2%, ich mache ja so über 20 Jahre das Ding, ich kenne nur 2% der Leute, die sagen, wenn ich jemandem helfen soll, das will ich auf keinen Fall. Ja. Die verbinden das so eng mit Schmerzen, jemandem zu helfen, dass sie es einfach nicht schaffen werden. Mhm. In dieses Leben wahrscheinlich. Und so hast du tatsächlich auch wieder diese Krebszellen, die sich nicht wieder unterstützen. Das heißt, wenn ich dann einfach schaffe, bei jedem irgendwas zu finden, wo ich sage, okay, ich kann ihm helfen, dann fühlt mich gut an. Es gibt Leute aber, die sagen, ich helfe gerne. Aber ich habe Schwierigkeiten, selber Hilfe anzunehmen. Mhm. Wie fühlst du dich, wenn du versuchst, jemandem zu helfen und er nimmt deine Hilfe nicht an? Wie fühlst du das an? Ja, schrecklich. Okay. Für mich ganz schrecklich. Richtig. Du fühlst dich hilflos, du fühlst dich machtlos, du wirst dich nicht wertgeschätzt, du fühlst dich frustriert, ja. Nicht gesehen, so alles. In dem Moment, wo du die Hilfe von jemand anders nicht annimmst, weil du denkst, ich gehe selber hin, genau diese Sachen produzierst du bei dem anderen. Ja. Man erzeugt dann auch wieder Trennung, ne? Weil eigentlich, ja. Eigentlich geht man ja aus Liebe, aber wenn man dann das nicht annimmt, dann erzeugt man ja auch wieder eigentlich das Gegenteil. Ja. Ja. Ja, du trennst dich, genau, und das ist ein ganz schmerzhaftes Ding. Eine der schmerzhaftesten Sachen ist, wenn ich nicht helfen kann. Ja. Oder nicht helfen darf oder sowas, ne? Ja. Mein Sohn ist ja jetzt 2 Jahre alt. Wenn wir die Spülmaschine füllen wollen, dann will er unbedingt helfen. So, wenn ich ihn nicht lasse, ey, der wird... Alles Mögliche passiert, weil er dann unbedingt das machen muss. Weil sonst ist seine Existenz nicht mehr berechtigt oder nicht richtig. Erwünscht oder ja, genau. Ja, ja. So, ich darf nicht mitmachen. Das ist schrecklich. Wenn wir nun aber alle dieses Bedürfnis haben zu helfen, bis auf die 2% ja. Vielleicht, warum
leben wir in der Welt, in der wir gerade leben, in der eben so wenig wirkliches Mitgefühl, also Compassion irgendwie wirklich da ist. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel versucht habe, dir zu helfen und du hast meine Hilfe nicht angenommen, dann sage ich, ach scheiße, mach doch, was du willst. Mhm. In dem Moment mache ich den Abstand größer. Ja. Wenn ich den Abstand größer mache und nachher versuche, dich zu kontrollieren, weil ich kann ja nicht mit dir zusammen am selben Strang ziehen, sondern du bist anders als ich. Mhm. So, und ich, aber ich muss dich zwingen, das zu machen, was ich will. Da muss ich Machtmissbrauch machen, da muss ich Manipulation machen und all die ganzen Geschichten. Wenn wir aber halt gemeinsame Ziele, Wünsche oder was auch immer finden und beide am selben Strang ziehen, dann macht es ja Spaß, in einem Team zusammen zu spielen. Mhm. Okay? Bei dem Heroinsüchtigen, was ich da erzählt habe, ich habe gesagt, okay, Heroin ist nicht mein Ziel. Ich gehe davon aus, dass es nicht sein Endziel ist. Er will nicht Heroin nehmen, um Heroin genommen zu haben. Mhm. Also, wenn du Heroin genommen hast, was kannst du denn damit erreichen? Das heißt, es gibt eine übergeordnete Zielsetzung zu dem Heroin, womit ich vielleicht doch übereinstimmen kann. Ja. So, wenn er sagt, okay, wenn ich Heroin nehme, dann habe ich das Geratter im Kopf nicht mehr und meine Schmerzen am Körper verschwinden. Dann sagt er, okay, wir haben genug Leute, die dich massieren und mit Nährstoffen und so weiter das Körperliche wegkriegen und ich rede so lange auf dich ein, bis das Geratter verschwindet. Ja gut. Der war der Einzige, der nicht versteckt auf der Toilette noch was genommen hat. Mhm. Weil wir beide am selben Strang ziehen und ich muss sie nicht manipulieren, ich muss sie nicht unter Zwang setzen oder was auch immer festbinden. Wozu? Ja. Völlig Quatsch. Er hat sogar, nachdem wir fertig waren, ist er wieder zurück nach Hause zu seinen Freunden, was eigentlich die meisten Therapeuten Angst haben, scheiße, was passiert, und hat mir den Nächsten vorbeigebracht. Wahnsinn. Das heißt, sein Einfluss wird in Bezug auf die Umgebung sowieso größer, weil er sich einfach mit mehr Lebensbereichen verbunden hat. Ja. Es ist doch ein Unterschied, wenn ich alleine jetzt irgendwo hinkomme und Kontrolle übernehmen will oder halt mit meinem ganzen Team. Ja. Sondern es gibt viele Lebensbereiche im Universum. Du kannst dich mit denen anfreunden, mit denen am selben Strang ziehen und das dann machen. Wenn ich aber das verpasst habe, diese Freundschaft aufrecht zu erhalten, dann habe ich so viele Feinde. Mhm. Und irgendwann entscheide ich, okay, ich muss alle angreifen. Ja. Das heißt, in dem Moment verliere ich auch die Kontrolle über diese Bereiche, von denen ich mich getrennt habe. Deswegen bin ich auch so, habe ich da vorhin erzählt, sehr stark, also kein Freund, ist immer andersrum, von diesem Positivdenken. Ja. Weil wenn ich mich ausschließlich auf das Positive konzentriere, dann habe ich eine Batterie, die nicht fließen kann. Da bin ich blockiert. Und ist genauso schlecht, wie wenn ich mich nur auf das Negative konzentriere. Das heißt, ich konzentriere mich, ich konnte auch positiv und negativ mit Raute und Sternen bezeichnen. Das ist ja einfach eine Definitionssache. Wenn ich jetzt nach, was weiß ich, Kiel will, ich will nach Skandinavien, Dänemark oder was auch immer, dann ist es vielleicht positiv, nach Norden zu gehen. Außer Flughafen ist im Süden. Dann ist es positiv, nach Süden zu gehen und dahin zu fliegen. Ja. Das heißt, welches ist davon ist positiv, welches ist negativ? Ja. Ist meine Sichtweise, die das dann einfach definiert. Und wenn ich das schaffe, mit möglichst vielen Leuten am gemeinsamen Strang zu ziehen, dann macht das mir Freude. Und dann kann ich auch größere Ziele definieren, größere Probleme haben. Elon Musk will auf dem Mars. Mhm. Fantastisch. Der hat ein so ein großes Ziel gemacht, dass alles irgendwie an Probleme auf ihn zufließen. Wie mache ich das mit den Genehmigungen, wie mache ich das mit dem Budget, wie kriege ich aber die besten Ingenieure hin und so weiter. Und der kann natürlich alle möglichen Hilfe benutzen. Und die sind alle geil drauf. Mhm. Wenn die es schaffen, je schwieriger die Probleme sind, desto geiler ist das nachher, wenn die es schaffen. Und das verbindet die Leute wieder. Das heißt, gemeinsame Ziele, Wünsche und so weiter, das verbindet die Leute. Warum jubeln die Leute, wenn die Fußball spielen? Ja. Wie viele Leute rettet das? Niemand. Ob du jetzt einen Ball dahin hast oder dahin, ist völlig egal. Hauptsache, wir haben eine Zielsetzung, völlig ausgedacht, und wir arbeiten zusammen. Ich glaube auch, dass das Gemeinschaftsgefühl so wahnsinnig wichtig ist. Also, dass man sich irgendwo zugehörig fühlt. Und das ist ja das, wenn man eine gemeinsame Zielsetzung hat, dann gehört man ja praktisch zu einem Team und kann mit anderen Menschen zusammen etwas schaffen, zusammen etwas kreieren. Und ich glaube, dass es unglaublich viel gibt und helfen kann, eigentlich so eines unserer größten Need, also ja, was wir brauchen. Brauchen. Ja. Jetzt ist meine Frage gerade weg. Das ist so entspannend manchmal. Das Denken, es fühlt sich so angenehm an, dass man nicht unbedingt reden muss. Das ist schon fein, ja. Was ist für dich Depression? Depression ist für mich, ich glaube, das muss ich nochmal genauer erklären, einer dieser Filme, die sich einschaltet. Mhm. Das heißt, ich habe eine Aufzeichnung gemacht mit einer schlechten Kamera, als es mir nicht so gut ging. So. Das, was ich da aufgezeichnet habe, habe ich versucht zu stoppen. Das hat mir nicht gefallen. Mhm. Also, es ging mir schlecht. Und ich habe gesagt, stopp, das soll nicht sein. Mhm. In dem Moment bleibt die Zeit stecken. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie nach links gucke, ist gut. Wenn ich nach rechts gucke, sehe ich diese Aufzeichnung.
man hat wieder dieselben Gefühle. Diese Gefühle sind einfach praktisch gespeichert und die kann man tatsächlich auch messen. Aber genauso wie Depression ist auch Panikattacken, genauso wie so. Das heißt, diese Momente, wo ich nicht so einen direkten Zugang habe, die aber fest gespeichert sind, die können natürlich auf mich Einfluss nehmen und überwältigen mich und nehmen mir auch natürlich die Kontrolle weg. Das ist praktisch der nächste Punkt, der irgendwie interessant wird, wenn man irgendwie in Bezug auf Hilfe, wo du sagst, okay, wie können wir zusammen verbinden? Manchmal habe ich einfach die Kontrolle nicht. Also nehmen wir an, ich bin der Pilot. So, wir haben beide gemeinsam Ziele, wir wollen beide nach München fliegen. So, jetzt mache ich aber halt so wilde Aktionen. Du sagst, okay, was ist denn los? Und sag, ja, ich verliere manchmal die Kontrolle über meine Hände. Also können wir nicht mit dem Fahrrad nach München? Weil das so. Das heißt, wenn du merkst, die Person hat nicht unbedingt die Kontrolle über seine Aufmerksamkeit. Wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Wenn ich das irgendwie da nicht habe, dann sagst du, ich habe keine Lust mit dir zu reden. Wenn meine Aufmerksamkeit irgendwie auf bestimmte Gedanken geht, die ich nicht jetzt einschalten will, dann habe ich dann einfach Depression oder Panikattacken oder was auch immer. Das heißt, durch die Aufmerksamkeit steuere ich ja, welche Bilder gucke ich auf mein Handy an. Ja, ja, so, die ich angucke, die werden größer. Das heißt, da wo du deine Aufmerksamkeit halten, buff, ja, explodiert. Also wird größer einfach auf jeden Fall. Und diese Gedanken sind manchmal nicht sichtbar. Wenn ich jetzt hier da sitze und mit dem Kopf irgendwie gegen irgendwas stoße, dann sehe ich ja nicht. Außer ich habe außerkörperliche Wahrnehmung in dem Moment, sehe ich normalerweise nichts. Alles, was dabei gesagt wird, wird gespeichert. Alle Gerüche, alle, was auch immer dafür, also körperliche Wahrnehmung da sind. Auch die Emotionen dazu. Und das ist existenziell, weil ich nicht existieren kann in dem Moment. Ich bin bewusstlos. Ja. So, jetzt später kann es sein, dass da einfach ein Trigger genau dieses Bild einschaltet. Und in dem Moment fühle ich mich wieder hilflos, machtlos, überwältigt. Von diesen Emotionen fühle ich mich auch überwältigt. Ja. Und ich habe keinen Zugriff drauf. Deswegen kann ich die auch nicht wiederherstellen. Ich verliere die Kontrolle. In dem Moment, wo ich die Kontrolle verliere, vielleicht kann ich das mal kurz aufschreiben. Nehmen wir an, ich sitze im Auto drin und das Auto fährt irgendwie mit 200 km/h nach vorne und ich kann es nicht stoppen. Dann habe ich ja keine Kontrolle drüber. Dann habe ich auch natürlich kein Vertrauen, keine Gewissheit und keine Klarheit, was da jetzt passiert. Ich kann jederzeit einen Unfall machen. Ja. Ich habe auch kein Vertrauen in mir selber, dass ich sagen kann, komm, steig in mein Auto ein. Geht nicht. Damit habe ich natürlich auch weniger Entscheidungsfreiheit. Ich bin im Auto drin. Ich kann nicht viele Sachen machen. Das Auto fährt mich einfach irgendwo hin. Ich kann deswegen auch keine Verantwortung übernehmen. Wenn du sagst, okay, hier, dann bieg mal nach links ab. Ich sag, ne? Ja. Klar, natürlich, viele Leute verwechseln irgendwie Verantwortung mit Schuld. So, das heißt, wenn meinem Sohn schlecht geht, er ist vielleicht schuld, weil er da irgendwas Falsches gegessen hat oder was auch immer gemacht. Ich bin aber der Verantwortliche, weil ich ihn zum Krankenhaus bringe. Also ich muss nicht schuld sein, damit ich Verantwortung übernehmen kann. Wenn ich der Chef bin, treffe ich die Entscheidung. Das heißt, diese Entscheidungsfreiheit ist eher damit verbunden. Ja. Ich glaube auch, dass Verantwortung für viele Menschen fast schon was Bedrohliches hat, ne? Ja, weil genau, in dem Moment, wo ich die Verantwortung übernehmen muss, muss ich mich damit beschäftigen, dass ich die Kontrolle nicht hatte. Ja. Und damit habe ich auch keine Gewissheit. Ja. Okay? Das heißt, ich kann nicht irgendwie Verantwortung aufzwingen. Ich kann die Gewissheit der Person steigern. Ich kann seine Kontrolle zu verbessern. Und mit anderen Sachen zu verbinden, die jetzt gegen ihn arbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwie was passiert ist, was ich als negativ bezeichne und mich davon trenne, verliere ich natürlich über die Kontrolle über diesen Teil von mir selbst. Und weil es in dem Moment stärker war als ich, verliere ich die Kontrolle über einen ganz großen Teil, der ich bin. Ja. Ich kann mein Potenzial nicht verwenden. Ich kann einfach nicht verschiedene Sachen, wo ich einfach, ich sage, okay, ich entscheide, dass die Depression weggeht. Kann ich nicht machen. Weil ich die Kontrolle hier verloren habe, habe ich weniger Entscheidung. Und dadurch habe ich auch weniger Vertrauen und Gewissheit und Klarheit über mich selbst. Ja. Jedes Mal, wenn einer von diesen Ecken kaputt geht, macht er die anderen auch kaputt. Wenn ich dir sage, okay, hey, du darfst ab jetzt das und das nicht mehr machen, dann sagst du, hey, scheiße, was ist denn los, was soll ich denn sonst machen? Verlierst die Kontrolle. Wenn du nicht weißt, wie du als Pilot, irgendwie, was diese ganzen Symbole bedeuten oder sowas, hast du keine Klarheit und keine Gewissheit. Sagst du, nee, ich werde nicht fliegen. Okay? Das ist so machtvoll miteinander verbunden, dass du sagen kannst, okay, da entsteht so eine Spirale. Jedes Mal, wenn ich die Kontrolle verloren habe, jedes Mal, wenn ich die Entscheidungsfreiheit verloren habe, jedes Mal, wenn ich Vertrauen verloren habe, bin ich einfach darunter gerutscht. Es ist immer schlimmer geworden und hat sich gegenseitig irgendwie... Und wenn ich mich mit diesen Sachen beschäftige, ich sage, okay, ja, warum ist es denn so, dass es nicht funktioniert? Warum da?
ich gehe ja immer wieder in diesen Bereich rein, wo ich die Kontrolle verliere. In Bereichen rein, die mir wirklich nicht klar sind, weil die Aufzeichnung ist zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich immer bewusstlos war. Wie soll ich das darauf zugreifen? Das heißt, das Einzige, was ich mache, ich baue Autobahnen in mein Gehirn, die mir die Gewissheit geben, dass ich immer die Kontrolle verlieren werde. Haben wir denn wirklich Kontrolle? Können wir Kontrolle haben? Oder ist Kontrolle... Inwieweit können wir Kontrolle haben über Dinge? Oder ist Kontrolle eigentlich auch nur ein Konzept? Es ist einfach ein Bereich, den man einfach steigern kann. Also, wenn du zum Beispiel keine Kontrolle darüber hast, ob du den Becher halten kannst oder nicht, du willst Kaffee trinken, dann verbrühst du dich. Ja. Wenn du, was weiß ich, wenn das Kind irgendwie halt keine Kontrolle bekommt über seine Beine oder was auch immer, dann kann er nicht gehen. Ja. Okay? Und in dem Maße, wie du dich, also es ist schwachsinnig, über Kontrolle zu denken, wenn Hilfe nicht klar ist. Wenn ich jemandem nicht helfen will, dann sollte ich auch lieber keine Kontrolle versuchen zu übernehmen, weil es wird Machtmissbrauch oder Manipulation. Es wird für uns beide schrecklich, weil ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich habe dich irgendwie so. Wenn deine Mutter sagt, okay, du musst jetzt das und das studieren, hat sie sich nicht mit dir verbunden, weil ihr habt nicht gemeinsame Ziele, Werte oder was auch immer. So, jetzt denkt sie, das ist das Beste für dich. Versucht Kontrolle aufzuzwingen. Und alles, was aufgezwungen wird, fühlt sich komisch an. Sogar Liebe, wenn es aufgezwungen wird, ist es scheiße. Ja. So. Obwohl Liebe vielleicht schön ist. Ja. Kontrolle ist auch eine schöne Sache. Ja. Wenn du tanzen gehst und der Partner lässt sich von der Musik kontrollieren, dann tanzt er im Rhythmus, das ist schöner. Ja. Und wenn er dich einfach besser führen kann, dann ist es wie auf den Wolken schweben. Ja. Kontrolle abgeben ist auch spaßig. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich habe einfach genug Gewissheit, so, kann ich meine Hände frei machen und das macht mehr Spaß. Ja. Wenn ich Windsurfen gehen will, dann kann ich da mit dem Trapez einfach so... Geil, der Wind zieht mich. Also es ist sehr schön, wenn man Kontrolle abgeben kann. Hat aber mit Vertrauen zu tun, hat mit Verantwortung zu tun, mit Entscheidungsfreiheit zu tun. Und überhaupt erkennen, dass eine Kontrollmöglichkeit da ist, nur dann kann ich sie ja auch eventuell abgeben. Ja, 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 genau. Und das ist ja, wie gesagt, deswegen ist Hilfe ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja. Finde aber Leute, mit denen du übereinstimmst in bestimmten Bereichen, wo du sagst, okay, wir ziehen am selben Strang und dann kannst du das ja auch fallen lassen. Ja. Und deswegen, wie gesagt, arbeite ich sehr intensiv im Partnerbereich, weil entweder kann ich einfach keinen finden, mit dem ich einfach gemeinsame Ziele habe, wie gesagt, okay, ich lass mich fallen und du lässt dich da fallen. Oder aber halt, es war so und das ist einfach wieder auseinandergetrennt worden. Dann ist es natürlich befriedigend, wenn man das wieder irgendwie hinstellen kann. Und wenn du das herstellst, dann hast du wieder diese zwei Verliebte, die dann einfach völlig in Kontakt sind miteinander. Und das lässt sie ihre Seele spüren. Jede eigene und den anderen auch. Ja. Das heißt, wenn wir Probleme begegnen in Partnerschaften zum Beispiel oder mit uns selber, dann ist es meistens eben, dass wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben, dass wir bestimmte Erlebnisse gemacht haben, die so sehr wehtun, dass wir da nicht mehr hingehen wollen. Oder dass wir eben irgendwann unterbewusst oder bewusst Entscheidungen getroffen haben und nach denen agieren und gar nicht im Moment wirklich sind und auf die andere Person eingehen, mit der anderen Person praktisch kommunizieren, im Austausch sind, sondern uns kontrollieren lassen von Dingen, die zurückliegen. Richtig, richtig. Also es ist eher so tatsächlich Momente, die mir die Kontrolle weggeraubt haben. Die haben ja dieses Schild. Ich bin stärker als du. Das heißt, diese Aufzeichnung, es ist praktisch ein Video oder was auch immer, der tut so, als wäre er stärker als ich. So in dem Moment, wo es angetriggert wird, eingeschaltet wird zum Teil, fühle ich mich sofort wieder hilflos, machtlos und verliere die Kontrolle. So, und wenn ich die Kontrolle verliere, dann kann es sein, dass ich die Kontrolle über meine Aufmerksamkeit verliere. Oder halt über meine Gedanken, oder über meine Emotionen, oder über mein Verhalten, oder über die Wirkung, die ich bei anderen erzeuge. Und diese Kontrolle wieder zu verbessern oder wieder halt zurückzugewinnen, gibt mir natürlich auch mehr Gewissheit und Klarheit, dass da einfach ich als Seele da bin und dass ich mit dir in Verbindung gehen kann. Es gibt mir natürlich auch die Entscheidungsfreiheit und die Verantwortung wieder zurück. Dass ich sage, okay, hier, ich bin ich und ich kann das einfach machen. Es gibt nicht irgendwas, was dich reinmischt, ohne dass ich das will. Ja. Okay? Und da ist natürlich die Verbindung wieder mit diesen Momenten ganz wichtig. Kann ich aber auch nicht alleine machen. Weil es kam ja Einfluss von außen, hat mich ausgenockt. Deswegen habe ich, wenn ich da ran will, steht ja, ich habe dich ausgenockt. Und jetzt muss aber jemand sein, der sagt, okay, wir gucken uns das an. Und wenn er dann das Gefühl hat, kann ich das vielleicht so aufmachen. Stell dir vor, das ist praktisch deine volle Potenzial. Ne? Ja. Das ist 100%. So, jetzt gibt es eine bestimmte Aufzeichnung, praktisch so ähnlich wie ein Dia. Oder ich weiß nicht, ist die eigentlich? Da muss er, ich bin ja jetzt 45 Jahre alt, so, es gibt einige Sachen, die gibt es gar nicht mehr. Stell dir vor, da ist es so ein Filter oder was auch immer, ne? So.
Das heißt, je mehr Kraft du einsetzt in dem Bereich, desto mehr geht natürlich auch hier so durch. So, das Ding hat dich irgendwann mal überwältigt. Das heißt, es hat mindestens 51% deiner Kraft unter seiner Kontrolle. Du versuchst nach vorne zu drücken und es geht nach rechts. Du sagst, scheiße, was passiert? Du versuchst noch mehr, das wird noch schräger. So, und jedes Mal, wenn du es versuchst und das Ding gewinnt, verlierst du immer mehr Gewissheit, dass du es unter Kontrolle haben kannst. Es ist praktisch so, das sind die 100%, das war am Anfang 51% auf der anderen Seite. Jedes Mal, wenn du es versuchst, verlierst du wieder mehr, also gewinnst mehr Gewissheit, dass du es nicht kontrollieren kannst. Ja. So, es kann sein, dass du irgendwann vielleicht bei 1% bist. Dieses, okay, jetzt habe ich die Wand erreicht. In dem Moment können wir dann zum Beispiel zusammenarbeiten. Ich habe ja meine 100% ja auch. Okay? Ja. Das, was dir passiert ist, ist mir nicht passiert. Das heißt, es könnte noch so schlimm sein. Ich habe Leute gehabt, die sind irgendwie im Krieg, sonst wo alle gestorben und hier da. Wenn du jetzt irgendwie halt auch an vergangene Leben glaubst, gut, es gibt so viele Tote, da ist man so viel gestorben und ist nichts passiert. Das heißt, diese Sachen, auch klar durch die Erfahrung und so weiter, da gibt es nichts, was du da mir erzählen kannst, was mich aus dem Stuhl wirft. Ja. Diese 100% plus dein 1%, die vielleicht noch übrig geblieben wäre in dem Gebiet, ja, ist 101%. Das ist immer stärker als alles, was da jetzt dagegen arbeiten könnte. Ja. Das heißt, wir kommen immer durch. Das heißt, genau da setzt deine Arbeit an. Richtig. Ich wäre nicht selber so, ne? Wenn ich zum Beispiel selber merke, okay, irgendwas übernimmt die Kontrolle jetzt über meine Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit oder sonst wohin. Ich gehe natürlich zum Supervisor. Auch wenn ich der beste Augenchirurg bin. Ich fange nämlich an, irgendwie meine Augen zu operieren. Das wäre bescheuert. Ja. So, wozu auch? Warum soll ich mich nicht mit einem anderen Therapeuten verbinden? Das wäre eigentlich total bescheuert. So, das heißt, in dem Moment geht er mit seinen 100%, also wir gehen zusammen so praktisch da rein. Und in dem Moment, wo ich einmal durch bin, gewinne ich vielleicht nochmal 2% Sicherheit, dass wir da durchgehen können. Egal wie schrecklich das war. Lass es irgendwie so ein gewaltsamer, vergangener Tod sein. Die Leute haben dich vergewaltigt und dabei haben sie dich irgendwie geschlachtet und hast du über Jahre lang einfach nur vergammelt. So, diese Situation wird mich nicht mehr antriggern. Ja. Wir behandeln nicht Situationen, die passiert sind. Wir behandeln Aufzeichnungen. Ja. Okay? Und man muss eigentlich die Angst vor dieser Aufzeichnung verlieren. Nicht irgendwie gucken, okay, was wirklich real da war und die Situation verändern. Die Situation gibt es gar nicht mehr. Ja. Das ist mir als Baby passiert. Okay, ich bin kein Baby mehr und meine Eltern sind nicht mehr die, die waren und das Haus gibt es gar nicht mehr. Okay? Das heißt, wir gehen eigentlich durch die Aufzeichnung, praktisch, wir gehen zusammen in die dunklen Zimmer. Okay? Ja. Und wie läuft das? Ja, ist gut. Ja. Gut, lass mal wieder rausgehen. Ja. Jetzt gehen wir nochmal zusammen rein. Ja, das ist nicht schlimm. Okay, gehen wir raus und können wieder rein. Wir machen das so oft, bis du irgendwann sagst, ich probiere mal alleine. Gut, geh mal alleine rein. Das heißt, ich brauche mindestens 51% Vertrauen in dir selbst gegenüber 51% Vertrauen in das Geschehen ist, dass es machtvoller ist. Ja. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, in den Momenten, wo du dich davon getrennt hast, dann sagst du, ja, geil, ich kann jederzeit da reingehen, rausgehen, das kann von mir aus laufen, wie es will. Vergleichbar ist es halt so, wenn du zum Beispiel so einen Horrorfilm anguckst oder einen Pornofilm anguckst, kann es sein, dass es körperliche oder emotionale Reaktionen bei dir auslöst. Mhm. Okay. In dem Moment bist du vielleicht auch in einem Film drin, gibt es bestimmte Vorstellungen oder nicht. In dem Moment, wo ich sage, okay, hier, ich glaube, dieser Film legt dich ab. Wir können nicht miteinander reden. Mhm. Lass uns mal den Film angucken. Wir gucken es dann 100 Mal an, 200 Mal. Dann sagst du, ja, das ist ja geil. Das kann von mir aus laufen. Ich bin jetzt interessiert, mit dir zu sprechen. Das nervt mich nicht mehr. Es ist ein Teil von mir geworden, über den ich die Kontrolle habe. Ja. Und nicht, dass es mehr über mich Kontrolle hat. Wir müssen es auch nicht komplett löschen. Wozu löschen? Ja. Das gehört zu mir. Ja. Ohne mich würde das Ding gar nicht existieren, diese Aufzeichnung. Ja. Okay. Aber man muss es nicht löschen, aber für mein Verständnis, was mir geholfen hat, war praktisch loslassen, dass das Probleme erzeugt. Es kann ein Teil von meiner Geschichte sein. Ich bin ja hier und habe bestimmte Dinge erlebt, die gehören zu meinem Leben dazu. Aber der Schmerz, den diese Dinge verursacht haben, dass der nicht mehr zu meiner Geschichte gehört. Weil was ich immer gedacht habe, war eben, dass ich den Schmerz eben rational auseinanderbauen und verstehen muss und genau erkunden muss, was das jetzt alles genau bedeutet und warum. Und darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern einfach, wie du so schön gesagt hast, den Schmerz vor dem Schmerz, die Angst vor dem Schmerz verlieren, erkennen, was mir das vielleicht auch bringt, was mir das gelehrt hat, was ich daraus mitnehmen kann. Und es darf auch da sein, aber es darf nicht mehr kontrollieren, was ich heute mache und was ich heute für Entscheidungen treffe. Genau. Deswegen brauchen wir auch nicht alles durchzuarbeiten.
Also ich bin ja kein Analytiker, der 10 Jahre lang sagt, okay, erzählen Sie mal über Ihre Kindheit. Das wäre schwachsinnig. Deswegen machen wir das ja auch mit diesem Gerät, wo ich dann einfach ausschließlich die Sachen, die in der Gegenwart, jetzt hier, wo du da sitzt, einfach körperliche oder emotionale Reaktionen auslösen. Mhm. Wenn ich sage, okay, wie geht's dir, wie geht's deiner Mutter, wie geht's deinem Vater, boom, okay, jetzt lieber deinen Vater. Dann haben wir dann zwei Drittel Zeit gespart. Ja. So, jetzt gucken wir uns aber an, was ist das für eine Reaktion, die es auslöst. Das kann überwältigend, also das Überwältigende ist eher das Problem. Mhm. Es kann überwältigend schön sein. Es kann auch überwältigend schmerzhaft sein. Beide nehmen dir die Kontrolle weg. Mhm. Es gibt im Persischen diese zwei Arten von Teufel. Das eine ist so wunderbar, dass ich nicht anders machen kann, außer hinzugehen. Und das andere ist so schmerzhaft, dass ich nichts anderes machen kann, außer wegzugehen. Ja. Beides kann es bewirken, dass es mich von mir selbst trennt. Ja, ist schön, weil ich finde, also ich bin, viele Dinge, die mich sehr begleiten, sind eben aus dem Buddhismus. Mhm. Und das ist ja auch so das Ziel eigentlich, das Gleichmütige. Mhm. So ein bisschen, so die auch so einfach die Mitte praktisch zwischen den Extremen, so ein Ruhemoment irgendwie zwischen diesen Dingen. Und das am Anfang klingt das irgendwie vielleicht dann langweilig für viele Menschen, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern sich dann auch gar nicht so beeinflussen lassen von Dingen, die jetzt so überwältigend sind, ne? Egal ob sie überwältigend schlecht oder überwältigend gut sind, sondern einfach zu erkennen, dass ich bei mir bleiben kann. Yeah. Egal, was da und da passiert. Ja, und das ist genau das Interessante. Das heißt, du sagst es ja, zwischendurch ist es langweilig. Das heißt, wenn ich ein großes Problem aufgezogen bekomme, dann ist es gut, dass ich das einfach löse. Und dann ist es zwischendurch langweilig, weil ich keine neuen Ziele habe, außer dieses Problem loszuwerden. Ja. So, da ist natürlich die nächste Stufe ist, wie kann ich neue Ziele oder Bedürfnisse oder Wünsche mir ausdenken? Wo ich dann einfach einsetzen kann, um einfach diese Hilfe oder diese Zusammenkunft hervorzubringen. Ja. Das heißt, klar, am Anfang verliere ich die Kontrolle und sage, scheiße, was mache ich hier mit dem Auto und so, ne? Wie kann ich das stoppen? So, jetzt kriege ich einfach die Handbremse oder ich ziehe den Schlüssel raus und bleib stehen. Ist das gut. So, dann bin ich erstmal froh, dann werde ich immer erstmal langweilig und sage, okay, was mache ich denn jetzt im Auto? Dann ist es natürlich gut, wenn ich einfach ein bestimmtes Ziel habe. Ich sage, ich könnte ja zum Beispiel gucken, was da vorne ist. Dann starte ich das Auto, fahre dahin und sage, ach, lustig, ich könnte ja mal nach Italien fahren damit. So. Mhm. Das heißt, dann wäre das wieder spaßig. Ja. Okay? Ja. Das heißt, das Erste, was ich versuche, um einfach Kontrolle zu gewinnen, ist einfach, das Ding zu stoppen. Ja. Von mir aus, was aber halt nicht ausreicht. Es gibt ja Leute, die sind so kontrolliert und so gestoppt oder so, da denkst du, nee, Meister, das ist nicht zu leben. Ja. Dann ist natürlich interessant, okay, wie kann ich das herausfördernder machen? Wie kann ich die Ziele so groß machen, dass ich einfach Probleme bekomme, die ich selber erschaffe? Ja. Bewusst erschaffe, damit wir einfach ein gemeinsames Ziel haben, wo wir einfach Spaß haben können, wo wir einfach uns gegenseitig helfen und so weiter. Ja, das ist, indem man auch wachsen kann. Ne? Richtig. So Komfortzone verlassen. Absolut, und absolut, absolut. Genau das ist das Ding. Du hattest vorhin auch schon Sensibilität erwähnt. Mhm. Was ist für dich Hochsensibilität? Ich glaube, da kommen wir genau dahin. Also es gibt verschiedene Formen davon. Ja. Einmal ist das halt so, wenn ich zwanghaft einfach zu viele Sachen aufnehmen muss. Ja. Nehmen wir an, ich hatte irgendwie so eine existenziell problematische Situation gehabt, wo ich dann, ich falle vom Stuhl runter als Baby oder sowas und meine Mutter sagt, pass doch mal auf, du sollst immer auf das Kind aufpassen, habe ich dir doch gesagt oder so. Ne? Oder guck doch mal genau, was da ist. So. Oder kannst du nicht mal denken oder so. So, das schaltet dann Automatik in ein zwanghaftes, ich muss unbedingt jetzt auf alles aufpassen und gucken, was da passiert. Okay? Ja. Das ist die eine Methode. Das nächste ist, das ist mein nächstes Freiheit. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Kontrolle ausüben kann, ich kann meine Aufmerksamkeit auf dich richten und dich wahrnehmen und damit dann einfach erkennen, was da mir mitteilen willst und nicht nur auf die Wörter fixiert irgendwie herumhängen. So. In dem Moment stimmt das, also die Idee, die ich habe, überein mit dem, was du mir vermitteln konntest. Das ist das, was ich da irgendwie vor meiner Tante erzählt habe. Und das bringt uns einfach näher. Das ist, was man mit Liebe oder halt Freude oder was auch immer halt erzeugen kann. So, okay? Ja. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel nicht diese Übereinstimmung herstellen kann, dann will ich auch nicht unbedingt in der Nähe von der Person sein. Ja. Okay? Ich sehe den anders, also musst du einfach weiter weggehen. Wenn zum Beispiel die Kommunikation nicht so funktioniert, sondern wir uns fixieren immer nur auf die Wörter, dann stört das natürlich auch die anderen Sachen.
Oder ich gehe fremd, wir haben nicht damit übereingestimmt. Und du sagst, jetzt bin ich sprachlos, das mag ich nicht. Oder ich mache selber irgendwas, mit dem ich selber nicht übereinstimme. Mhm. Für die anderen. Mhm. Für die, was weiß ich, irgendwas. So, ne? In dem Moment, wo ich meine eigene Übereinstimmung verletze, habe ich die Kommunikation mit mir selber verletzt. Und diese Selbstliebe-Geschichte passiert hier. Ja, sehr, sehr spannend. Okay? Ja. Mhm. So, diese Spirale ist natürlich genauso. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kommunikation irgendwie nicht geflossen ist, jedes Mal, wenn die Übereinstimmung nicht irgendwie halt so da war, habe ich da ein Problem bekommen. Mhm. Okay, und ich kann es tatsächlich schaffen, mit dem ganzen Universum meine Kommunikation kaputt zu machen. Mhm. Oder dieselbe Spirale zu benutzen, und zwar diese Momente, wo das kaputt gegangen ist, wieder Verantwortung zu übernehmen und mich damit verbinden, dann kann ich meine Kommunikation mit dem ganzen Universum verbessern. Ja. Damit kann ich natürlich viel mehr auch übereinstimmen mit dem, was da ist. Ich bin ja praktisch die, das Universum selbst. Ja. Weil diese Nähe und die Liebe ist natürlich unendlich. Ja. Okay? Ja. In dem Moment, wo ich alles bin, nehme ich es auch wahr. Ja. Es gibt tatsächlich auch Momente, wie wir in den Geschehnissen einfach reingehen und, was weiß ich, ich sage ja dieses Beispiel immer wieder, da ist der Junge irgendwie vom Stuhl gekippt und der Vater sagt, ist bei ihm und die Mutter sagt, okay, was ist passiert? Und der Vater sagt, nichts. Damals war ich vielleicht das Kind, ich bin ja jetzt kein Kind mehr. Mhm. Es ist aber meine Aufzeichnung. Das heißt, ich kann in der Sitzung sagen, sei jetzt der Vater. Ja, wie fühlt er sich? So und so. Sei jetzt die Mutter. Okay, wie fühlt sie sich? So und so. Sei mal der Boden. Ja, wie fühlt sie sich dann? Du bist jeder Pixel praktisch. Ja. Da, wo du bist, praktisch, nimmst du alles wahr. Ja. Die Frage ist, musst du alles analysieren? Okay? Ja. Und es ist keine Überflutung an Wahrnehmungen, wenn du die Sachen bist. Mhm. Okay, deswegen sage ich, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Muss ich zwanghaft einfach Sachen aufnehmen, die nicht zu mir gehören, dann wird das Überflutung. Mhm. Wenn ich aber das Wasser bin, wie kann das Wasser überfluten? Gar nicht. Ja. Schön. Okay? Ja. Das heißt, der Weg, der dahin führt, ist erstmal gemeinsame Ziele oder Wünsche oder Bedürfnisse oder sowas zu finden, wo man weiß, okay, hier, wir ziehen am selben Strang. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert irgendwie halt auch Zusammenarbeiten nicht, das funktioniert Partnerschaft nicht, das funktioniert Kopf und Herz nicht, das funktioniert zwischen Zellen nicht, auch mit Krebs, auf allen verschiedenen Ebenen. Wenn ich das aber halt dann zusammenfassen kann, dann sage ich, okay, es ist doch schöner, wenn wir schon gemeinsam zusammenarbeiten, dass du die Verantwortung übernimmst, was weiß ich, du kannst besser Musik machen, ich kann besser kochen und dann haben wir bessere Party. Ja. Dieses Ziel müssen wir dann einfach uns ausgeben, was wir zusammen machen. Wenn wir das haben, sagen wir, okay, wie können wir es einfach besser verstehen? Wie können wir einfach übereinstimmen, was wir davor haben? Wie kann man diese Nähe verbessern? Und dann bin ich auch du. Mhm. Oder du weißt, wie es sich anfühlt. Da muss man nicht unbedingt dann jedes in Worte fassen. Mhm. Okay? Selbstliebe ist im Moment, habe ich das Gefühl, so ein Begriff, der überall so ein bisschen immer wieder auftaucht. Ja. Wir wissen alle, dass es wahnsinnig wichtig ist, aber es ist auch so ein bisschen, es hat fast schon negativen Touch oder negativen Beigeschmack, weil es irgendwie so überall ist. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen, gerade auf Social Media nehme ich das immer wieder wahr, dass halt das dann auch so ein bisschen leichtfertig rausgehauen wird oder halt dann so das Love Yourself gar nicht mehr wahrgenommen wird und ernst genommen wird, weil es einfach überall steht und überall ist. So. Für mich war ein absoluter Schlüssel zu erkennen, dass ich mich selber lieben darf, was das auch bedeutet und gleichzeitig eben diese Liebe zu allem, weil ich eben alles bin. Weil richtig. Ich mit allem eins bin. Genau, ja. Genau. Was ist für dich da der Schlüssel, um das zu transportieren, irgendwie, um das Menschen begreiflich zu machen? Ich denke mal, es gibt verschiedene Lebensbereiche, wenn man das jetzt vielleicht künstlich einteilen will. Vielleicht mache ich ein anderes Beispiel. Sagen wir, du hast ein Auto und du kümmerst dich nur um einen Reifen. Es ist relativ egal, welcher Reifen das ist. Du kannst nicht so gut fahren. Okay? Dir fehlen drei Reifen. Ja. So, und dieses eine Reifen kann ich selbst sein. Wenn ich nur an mich selber denke, dann bin ich vielleicht egoistisch oder egozentrisch oder was auch immer. Das ist unangenehm. Mhm. Ich könnte aber auch nur an Gott denken. Dann bin ich so ein fanatischer Moslem, der alle umbringt und mich selbst auch, weil ich dann nur Gott und Paradies sehe. Ja. So. Ich könnte es aber auch zum Beispiel sagen, okay, ich mache alles für meine Familie. Die Familie wird ersticken. Sagen wir mal, okay, bitte, denk auch ein bisschen an dich selbst. Ja. Okay? Das heißt, immer wenn ich einfach die verschiedenen Lebensbereiche einen davon ignoriere oder nicht mit einschließe, dann wird das ätzend. Ja. Und das ist egal, welches davon ist. Ja. Deswegen ist nicht der Schlüssel immer für jeden ausschließlich, liebe dich selbst. Ja. Sondern praktisch vergrößere einfach den Bereich, den du liebst und sei es. Ja.
Ja. So würde ich das vielleicht beschreiben. Ja. Das heißt, wie kann ich einfach meine Familie sein und mich nicht selber auszuschließen, wäre dich die Liebe. So, mhm. Das wäre vielleicht die interessantere Art und Weise. Ja. Ich habe da manchmal irgendwie so ein Bild gemacht. Du hast einen Partner, kommt auch irgendwie so halt lesbische Partnerschaften oder was auch immer, wo du sagst, okay, ja, die Seele hat ja kein Geschlecht. Im Endeffekt völlig egal. So, jetzt ist ein Partner, der erweitert sich selbst. So, das heißt, der liebt sich selbst und natürlich auch die Beziehung. Ja. Die andere Person auch. So, jetzt hast du dann einfach diese Verbundenheit von beiden. Ja. Das hat einen ganz anderen Sphären, die es öffnet, ja, als wenn ich nur an mich selber denke. Genauso mit, also viele Leute sagen, okay, hier mach dein Ding. Mhm. Finde heraus, was deine Leidenschaft ist und mach das. Ja. Ganz lustiges Ding. Also, nehmen wir an, du liebst jemanden, okay? Und du machst irgendwas für diese Person. Dann hast du dich ja mit ihm verbunden, unterstützt den. Ja. Und das gibt dir schon erstmal Befriedigung. Mhm. Okay? Wenn du die ganze Zeit alles für dich selber machst, ist das irgendwann auch langweilig. So. Definitiv wirst du nicht Geld bekommen, wenn du irgendwas für dich machst. Aber du kannst dich natürlich selber nicht außer Acht lassen. Mhm. Das heißt, meistens, was ich dann einfach eher als Ratschlag vielleicht sage, ist, finde jemanden, den du liebst. Mhm. Finde heraus, was diese Person sozusagen für Probleme oder Ziele oder was auch immer hat. Und finde von denen, mit denen du dich identifizieren kannst. Mhm. So, wenn du das hast, hast du sowieso das Bedürfnis, dem zu helfen. Mhm. Und das sieht er dir an. Okay? Dann ist es so auch egal, ob du dich, dann weißt du, was du studieren musst, damit du dem helfen kannst. Dann weißt du, was du da üben musst oder lernen musst. Sonst irgendwie halt findest du jemand anders, der das besser helfen kann. Du nimmst die Provision sozusagen und kannst ja damit dein Geld verdienen. Ja. So. Und so bleibt das auch nicht aus, dass du Geld verdienst, weil das Universum ist nicht immer einseitig. Versuch mal eine halbe Stunde lang auszuatmen. Geht nicht, ist tödlich. Ja. Versuch mal eine halbe Stunde lang einzuatmen. Geht auch nicht. Kannst auch nicht sagen, scheiß atmen, ich ziehe mich davon zurück. Geht auch nicht. Du musst einfach diese Balance wiederherstellen. Du kannst es nicht zu lange übertreiben. So. Das heißt, du findest Leute, die du magst. Du sollst nicht jeden unterstützen, aber Leute, die du magst. Mhm. Am besten einfach dehnst du natürlich die Leute, die du magst, immer aus. So. Aber für mich sind alle Leute, die irgendwie kein Problem haben, anderen zu helfen oder Hilfe anzunehmen, sind meine Freunde. Ja. Außer die 2%, die ich dann rauslasse. Das heißt, die wollen sich irgendwie verbinden. Ja. So. Wenn ich die habe, ist okay, ich kann dir helfen, dass du einfach mehr Kontrolle, mehr Verantwortung, mehr Gewissheit bekommst. Mhm. Sag ich, ja cool, gut. Arbeiten wir zusammen? Ja. Jetzt ziehen wir beide am selben Strang, weil das ist der Bereich, den ich gerne mag. Und auch vielleicht jetzt kann. Wenn ich das nicht können würde, würde es jemand anders abgeben. Mhm. Okay? Und in dem Moment, wo das passiert, dann steigt natürlich die Liebe, weil dann halt die Kommunikation mit den Sachen wiederhergestellt wird, dass die Übereinstimmung wiederhergestellt wird, mit sich selbst, mit anderen Leuten. Mhm. Und diese Bereiche expandieren auch. Also das bleibt natürlich nicht bei mir selbst. Es ist mir lieber, jemand ist da und hat seinen Strahlen erkannt, man geht wie ein Leuchtturm so durch die Gegend und bestrahlt alles hübscher, anstatt irgendwie, dass du jemanden hast, der jedes einzelne Blatt irgendwie halt weiß malen will. Da denke ich, nee, nicht gut. So. Ja. Und es ist beides gut, klar, natürlich für die anderen zu sein, aber halt auch dich selber nicht verlieren. Ja. Und nicht nur für dich sein, sondern auch irgendwie halt diese Interaktion. Ja. Deswegen ist ja Hilfe und Zusammenziehen, das ist irgendwie halt schon ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube halt auch, wenn man aufhört, bestimmte Bereiche von sich selber abzuspalten, und ganz bewusst jede Art von Energie, die in einem ist, wieder reintegriert sozusagen. Also ich glaube, dass wenn wir schmerzhafte Erfahrungen machen, dass dann teilweise auch so Bewusstseinsteile sich irgendwie vielleicht abspalten oder und dass, wenn wir eben dann ganz bewusst dahin zurückkehren und eben damit arbeiten, da die Angst zu verlieren und den Schmerz eben loszulassen, dass die sich dann wieder praktisch zurück integrieren können in das. Weil ich glaube auch, dass wir nicht immer nur, wir sind halt einfach eins, wir können nichts abspalten. Immer wenn wir Trennung erschaffen, dann erzeugt das wieder Leid. Ja. Und ich glaube, dass wenn man das erkennt und wenn man alles annimmt, was man ist und alles annimmt, was man erlebt hat und mit dem man hergekommen ist, dass man das dann auch, dass allein schon diese Annahme und diese Akzeptanz davon und dieses schonungslose Angucken von allem, was da ist, dass das eigentlich dann auch schon den Raum aufmacht für diese Liebe und für dieses Erfahren von Verbundenheit mit allem. Ja. Also ich sehe tatsächlich die Schwierigkeit darin, dass ich das mache, während ich die Kontrolle verliere. Ja. Ja. Okay? Also es gibt viele Sachen, wo ich dann sage, ja, auf Facebook steht das auch richtig, was man machen soll. Mhm. Liebe dich selbst, atme, trink Wasser.
Alles richtig. Ja. Wenn ich aber die Kontrolle verliere, dann mache ich irgendwas, wo ich denke, scheiße, warum habe ich es gemacht? Ja. Okay. Ja. Damit bereue ich praktisch, dass ich das nicht geschafft habe und das. Versuche mal einfach zu auszumalen, wie das. Diesen berühmten Baum, von dem viele sprechen. Also, ich hatte ja so ein grünes Dreieck. Ja. Mit Liebe und Übereinstimmung und Kommunikation und so weiter. Das muss man sich vorstellen wie die Blätter von dem Baum. Mhm. Wenn du auf den Baum schaust und der hat Blätter und ist gesund und so weiter, dann siehst du nur die Blätter. Mhm. Okay? Und du denkst, okay, das hat wahrscheinlich nur mit diesen Blättern zu tun. Sehr viele Therapeuten arbeiten ausschließlich darum, meine Mutter hat mich nicht geliebt, mein Vater hat mich immer scheiße benannt oder was auch immer. Das ist diese Kommunikation. Und ich habe nicht übereingestimmt mit dem, was sie machen. Was so. Mhm. Diese Sachen können ein ganzes Leben einnehmen und wird trotzdem nichts bringen. Ich könnte jedes einzelne Blatt rauszupfen, nächsten Sommer sind sie wieder da. Ja. So, und deswegen will ich mich auch nicht so lange damit beschäftigen. Ich gehe zum Therapeuten hin, eine Woche, habe ich eine Stunde geredet, so, so kommst du zurück, es sind immer noch wieder Blätter. Ja. Was habe ich denn gemacht? So. Die Blätter würden aber vom Wind weggeschubst werden, wenn die nicht irgendwo festgehalten werden. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Da denkst du, okay, warum ziehe ich die ganze Zeit die Blätter? Vielleicht hängen sie irgendwo fest. Ja. Wenn ich an dem Ast irgendwie rummache, ist vielleicht die Blätter alle weg. Vor allem, wie viel Energie wir aufwenden, um die Blätter immer wieder rauszuziehen. Ja. Ja. So, und darüber streitet man sich und die ganzen Sachen. Die sind auch sehr machtvoll, weil sie die Trigger sind, die mich hilflos, machtlos machen. Die sind existenziell für mich. Ja. Du hast manchmal diese Streiterei in den Beziehungen, du sagst, okay, ich habe dir gesagt, die Teller nach links. Verstehst du? Ich meine, wenn du das nicht machst, dann weiß ich, dass du mich auch nicht wertschätzt. So, ne? So, warum? Warum diese Kombination? Ja. Okay. Wie kommt es aber, dass man überhaupt an irgendwas festhalten muss? Nehmen wir an, du siehst sympathisch aus, dann lasse ich mein Handy hier, gehe auf die Toilette, komme wieder zurück. Anderes Beispiel, ich komme irgendwo hin, wo die Leute alle so wie Verbrecher aussehen und ich habe das Gefühl, dass sie mir was wegklauen, dann schließe ich das Handy ein. Mhm. Dann verstecke ich das, dann halte ich fest. Mhm. Das heißt, immer wenn es irgendwie halt mit Festhalten zu tun hat, ja. Nicht unbedingt Angst. Okay. Es hat irgendwie halt irgendwie so ein Gefühl eingeschaltet, ich könnte es, oder so eine Täuschung oder eine Aufzeichnung von Verlust. Ja. Okay. Ich kann in Bezug auf Verlust unterschiedlich reagieren. Ich weiß nicht, kennst du dieses Fight and Flight? Ja. Mhm. Okay. Die ist eigentlich noch der Forschung, ist noch, also es sind vier, die ich kenne. Mhm. Das erste ist Freeze. Das heißt, wenn eine Gefahr kommt, sage ich, ja, was ist denn das? Und habe da kein Interesse wirklich, aber ich bin abgelenkt. Ist nicht auf der Straße. Nee, Freeze ist erstmal abgelenkt. Okay, abgelenkt. Das heißt, ich habe da irgendwie zum Beispiel so gemacht und ihr kommt irgendwie so und sage ich, was ist denn da? So. Okay. Ich bin nicht jetzt. Weder Angriff noch gar nichts. Mhm. So, ich fühle mich auch nicht machtlos, sondern was ist denn das so praktisch? Mhm. Ein halbe Mille Interesse, wenn du so bist. So, und dann kommt sowas wie, okay, ich bin aber stark genug, das wegzuschubsen. Ich merke, die Gefahr wird größer. Okay, ich konnte ja wegschleudern. Angst kommt in dem Moment, wo ich denke, nee, das glaube ich, ist stärker. Also versuche ich mich leider zurückzuziehen. Ja. Okay? Und dann gibt es sowas wie Todstellen. So, wenn du sagst, okay, der ist mehr voller, ich kann auch nicht mal weglaufen so schnell, der läuft mir hinterher, okay, ich stelle mich tot, vielleicht die Leute weg. So, das heißt, du hast verschiedene emotionale Reaktionen, die du einfach darauf haben kannst. Und das kann auch mit Verlust passieren. Mhm. Ich merke, ich glaube, da ja, passiert irgendwas, ich konnte da irgendwas verlieren, und das leckt irgendwie am Haus. Du sagst, ja, ist gut, das wird noch schon. Und irgendwann versuche ich das zu bekämpfen, indem ich irgendwie versuche, etwas dran zu machen. Oder ich sage, nee, ich glaube, wir müssen aus diesem Haus raus, weil der fällt zusammen. Oder ich sage, oh, scheiße, da kommen die Bomber. So, das sind einfach unterschiedliche Reaktionen, die ich auf Verlust oder drohende Verlust haben kann. Deswegen ist nicht unbedingt Angst. Angst ist praktisch einfach nur eine Gitarrenseite. Ja. So, du kannst verschiedene einfach spielen. So, jetzt habe ich einen Festhalter. Und, also einen Ast. Und allein der Festhalter kann mich fertig machen. Mhm. Nehmen wir an, du sagst, Petra, du bist ein Affe. Dann sage ich, ja, die ist bestimmt tierlieb oder mag Affen oder was auch immer. Ich sage ja auch, ist mein Sohn, wie ein Äffchen und so. Und das stimmt irgendwie so. So, da halte ich ja nicht dran fest. Das ist ja kein Verlust. Mhm. Wenn ich aber halt so einen Verlust damit also in Verbindung bringe, assoziiere, dann kann es sein, dass du sagst, du bist ein Affe. Und ich sage, warum sagt sie mir ein Affe? Warum sagt sie mir ein Affe? Also allein schon diese Frage, warum? Mhm. Ich bin so ein, lass das warum. Weil da beschäftige ich mich die ganze Zeit. Ja. So, jetzt kommt die nächste und sagt, okay, willst du eine Banane? Ich sage, ich bin doch kein Affe. Der nächste guckt mich an und sagt, was guckst du mich so an? Bin ich ein Affe oder was? Mhm. So, das heißt, jeder Blick kann eine Beleidigung sein, jede Banane kann eine Beleidigung sein und das Äffchen vielleicht, was du ganz lieb gemeint hast, kann eine Beleidigung sein. Mhm. Das heißt, allein das Festhalten lässt einfach Enttäuschungen sich aufstapeln. Ja. Und schlechte Gefühle und die ganzen Geschichten. Und das, irgendwann kann ich da unter dieser Last schon nicht mehr irgendwie da stehen, weil dann einfach irgendwie alle Leute nennen mich Banane oder Affe oder sonst was. Ja. Okay? So. Wenn ich diese Verlustmomente, das kann ja ein Spielzeug verloren sein, oder halt ich habe mein Geschäft verloren, oder ich konnte
Gott, da ich weiß, ne? So, diese können sich einfach, also müssen ja nicht viele sein. Es gab vielleicht zwei, drei große Verluste, die dann einfach diese haben und da habe ich dann meinen Baum. So. Es geht aber so, dass da einfach nicht jeder Verlust so überwältigt ist. Das heißt, was ich da oben spüre, wenn meine Mutter mich nicht geliebt hat oder sowas, ist ja praktisch nur Liebe, die einfach fehlt. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin machtlos, hilflos, bewusstlos, ich kann nichts machen und sowas. Und das überwältigt mich. Ja. Diese Verluste gibt es auch einige. Oma ist gestorben, kein Problem. Sogar Vater ist gestorben, kein Problem. Aber der Hund, so wie er mich angeguckt hat. Jetzt bin ich komplett da drin. Das heißt, das macht mich machtlos. Was ist da der Unterschied? Es gibt also Verluste, die mich machtlos und bewusstlos und so weiter machen und andere nicht. Das ist praktisch so die Art und Weise, wie man dann wieder in der Forschung auch dran gekommen ist. Das heißt, es gibt diese Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Ich kann es wahrscheinlich nicht lesen, aber muss dir das so ein Symbol vorstellen, wie ein Herz voll. Ist ja halt auch nicht unbedingt. Ne? Das ist aber so ein Gekrügel. Bewusstlosigkeit. Da ist es praktisch immer ein Satz, der immer wieder kommt. Ich verstehe es nicht. Ja. Ist der Hauptsatz für eine Trennung. Ja. Ich verstehe dich nicht. Ja. So. Ja. Ich kann dich aber nicht verstehen. So. Das ist einfach irgendwas, was eine verwirrende oder chaotische Situation beschreibt, wo ich mich einfach einen Abstand nehme. Ja. Das ist Biologie. Ich verstehe das nicht. Biologie weg. Ist es dann eigentlich vielmehr das, was hinter ich verstehe es nicht steckt? Ich will es nicht verstehen? Es ist in dem Moment einfach tatsächlich diese Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Bewusstlosigkeit, die das Nicht-Verstehen auch verursacht. Ja. So, was ich da aber halt mache, ich muss es noch nicht mal verstehen. Der Satz wird gesprochen und das trennt. Ich muss es nicht verstehen. Ja. Ich bin da, ich bin das Ding, so. Ja. Okay? Ja. So, ich muss das Auto nicht verstehen, damit ich fahren kann. Ja. Okay, wenn ich eine Frau liebe, muss ich sie nicht verstehen. Ich bin sie und diese Beziehung bin ich und es ist schön und ich bin da. Ja. Mehr nicht. Muss ich das die gesamte Existenz verstehen, damit ich mich damit verbinden kann? Nein. Ich glaube, dass wir Menschen eben ganz stark dieses Bedürfnis haben, alles zu verstehen, alles in unsere Boxen einordnen zu können, richtig, über ein Label drauf tun zu können, richtig, und so weiter. Richtig. Ja. Und in dem Maße, wie du einfach das Unverständliche, was dich hilflos und machtlos und bewusstlos gemacht hat, sein kannst. Und praktisch dieses Verhältnis von 51 zu 49 wieder verschieben kannst. In dem Moment hat es ausgereicht. Das heißt, wir also, ich mache ein Beispiel, wie das damit tatsächlich aussieht. Dieses, da ist einfach irgendwas, was dieses erzeugt. Mhm. Das wissen wir zumindest. Aber was das ist, wusste man einfach vorher nicht. Nehmen wir an, hier ist, ich versuche mal ein Auge zu malen, das ist der Blick. Ja. Wenn ich sage, okay, hier hat dich jemand irgendwie enttäuscht oder beleidigt oder was, bekomme ich sofort eine Reaktion, körperlich oder emotional. Das heißt, dein Körper, die Muskeln spannen sich entweder an, um anzugreifen oder wegzulaufen oder was auch immer. Und im limbischen System hast du natürlich auch irgendwie so, okay, hier, die Hormone müssen sich verändern. Das kann ich spüren. Das kann ich über die Elektrodermale, also die Hautwiderstand, kann ich das direkt messen, was die Emotionen sich einfach verändern. Das heißt, in dem Moment bin ich schon praktisch über den anderen Feld. Ja, der Typ hat mich so angeguckt, als wäre ich wieder. Ja. Okay. Gibt es einen schwierigen Moment? Ja. Weißt du, da hatten irgendwie die Leute, ich komme da hin, da gibt es alles Mögliche zu essen und da sage ich mir, willst du eine Banane? Ich meine, was ist denn das? Ich sage, ja, stimmt, das verstehe ich. Es ist dieselbe Reaktion. Ja. Und es ist für ihn genauso beleidigend und so schlimm und er muss existenziell praktisch dagegen ankämpfen. Ja. Weil es geht seine Existenz. So, jetzt sage er, ja, es gab auch schwierigen Moment, weißt du, mein Vater hat mich immer Affe genannt. Ich sage, ja, okay, verstehe ich. Habe ich immer noch dieselbe Reaktion. Er hat mich Affe gedacht. Was hat er gemacht? Der hat die Luft in Schwingung gebracht, mein Ohr ein bisschen gekitzelt, so. Und? Und? Ja. Muss ich daran festhalten? Ja. Ich bin jetzt irgendwie 45 Jahre alt. Das hat er vor 40 Jahren gemacht. Und warum soll das mein Leben irgendwie halt beeinflussen können? Null. Okay. Jetzt sage ich, gibt es einen frierendlichen Moment. Jetzt fängt er an zu weinen und so. Und sagt er, ja, was ist denn los? Ja, weiß nicht, ich finde keine Antwort. Ich sage, okay, woran hast du es gedacht? Weiß nicht, ich hatte mal noch Hunger. Okay, beschreib mal den Raum. Ja, ich glaube, die liegt irgendwie... Das ist ein Krankenhaus, stimmt, das riecht nach Alkohol. Und ich bin, was weiß ich, so und so. Das kommt erst überhaupt zum Vorschein, weil die Blätter haben das einfach voll abgedeckt. Du konntest das nicht finden. Ja. Okay. Ich habe auch nicht alle Blätter geguckt, sondern einfach nur die es uns aber weiterbringen. So, während er von der Oma erzählt, auf einmal kommt dann irgendwie, ich sage, okay, hier, was hast du in der Hand? Ja, gar nichts. Ist es hell, dunkel, wo ist ein Fenster? Aber was sieht, ne? Den ganzen Raum verbinden wir uns praktisch. Und jetzt kommt er an, die Oma hat mir ein Monchhi geschenkt. So. Okay? Ja.
So, jetzt gehen wir da ein paar Mal durch. Praktisch so, dass da einfach die Aufmerksamkeit sich davon lösen kann. Dass er nicht die ganze Zeit Porno oder Horrorfilme angucken muss. Okay, dieses Festhalter wird einfach da gebrochen. In dem Moment, wo das weggeht, ist die Aufmerksamkeit genug offen, damit ich einfach diese Frage stellen kann. Gibt es einen früherähnlichen Moment? Er wird nichts wissen. Das ist ein Bestandteil von dem Ding. Er wird aber genauso reagieren. Okay? Ich sage, okay, was war das? Er sagt, er weiß ja nicht. Er sagt, okay, hast du eine körperliche Reaktion, eine emotionale Reaktion? Er sagt, weiß ich nicht, ein bisschen Kopf tut weh, aber ich glaube, das hat mit dem Wetter zu tun oder so etwas. Man versucht das irgendwie zu rationalisieren, was völlig Quatsch ist. Dann sage ich, okay, hier, wie fühlst du dich? Ja, gar nichts, ich habe keine Gefühle. Klar, natürlich, wenn du so bewusstlos geschlagen bist, hast du keine Gefühle in dem Moment, weil du einfach mit dem Körper so ein bisschen beschäftigt bist. Sage ich, okay, hier, fällt dir einfach ein bestimmtes Wort oder ein Satz oder so ein? Sagt er, nee, nichts. Wenn er nichts sagt, passiert das denn wieder? Dann sage ich, okay, erzähl mal das nichts. Nichts, nichts. Wiederhol das einfach. Nichts, 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 nichts. Ist das eine Frau, die das sagt oder ein Mann? Weiß ich nicht. Okay, sag das als Frau. Nichts. Nee, das ist keine Frau. Sag das als Mann. Nichts, nichts. Ja, das ist ein Mann. Ja, nichts, nichts. Wie sagt er das? Und welche Emotionen? Eher so, da ist nichts. Geh weg. So. Also es ist eher so ein abweisendes Nichts. Okay? Während er das sagt, wird diese Anzeige einfach immer kleiner. Da weiß ich, okay, wir sind an der richtigen Stelle. Weil hier wird es nicht unbedingt kleiner, sondern es wird größer. Ja. Wir nähern uns ja dem Bereich. Ja. So. Am Ende kommt vielleicht sowas raus. Der Typ ist mit, was weiß ich, 2 Jahren auf den Boden geknallt. Sein Kopf tut weh. Die Schulterschmerzen würden zum Beispiel auch wieder eingeschaltet werden. Der hat vielleicht Allergie gegen Staub. Weil Staub wird damit verbunden und da muss er gegen allergisch reagieren. Ja. So. Das ganze Instinkt ist natürlich schwarz. Natürlich sieht er das nicht. Auch vielleicht bis zum Ende nicht. Aber die Stimme von seinem Vater, der sagt nichts, kommt hier hoch. Die Mutter sagt, okay, hey, was ist denn los? Ich habe da was gehört. Und er sagt nichts. Wahnsinn. So, dieses Nichts verhindert, dass man es überhaupt finden kann. Wenn dieses weg ist, dann sage ich, okay, jetzt ist der Vater zum Beispiel da. Diese Reaktion nehmen wir einfach ab. Das heißt, die Menge an Ladung, die da jetzt hier den Zwang ausgeübt hat, wenn er verschwindet, da kann das Geschehen ja bestehen bleiben. Es kann weiterhin auch chaotisch aussehen und alles schwarz aussehen und ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber das zwingt mich nicht dazu, das zu verstehen. Okay? Wenn ich das weg habe, dann ist die ganze Kette hier weg. Das heißt, nicht nur Banane, Affe und so weiter, sondern auch viele andere Sachen, die sonst da waren. Und das kennt man. Das ist in der Beziehung dann auf einmal aufgelöst, das ist dann einfach im Beruf auf einmal aufgelöst und so. Und falls sich sowas einschaltet, dann rutscht alles auf einmal gleichzeitig runter. Mir geht es schlecht, im Beruf geht es schlecht, in Beziehung geht es schlecht und alles andere kann ich auch nicht machen. Das ist das, genau das, was du beschreibst, ist ja dann auch der Grund, warum du eben innerhalb von 2, 3 Tagen helfen kannst, Ja. während man sonst Jahre in Therapie oben mit den Blättern verbringt. Richtig. Und deswegen arbeite ich auch 2 Tage in einem Stück, weil ich verfolge ja eine Kette. Ja. Wenn du jetzt nach Hause gehst und mit anderen Leuten redest, dann wird vielleicht eine andere Kette angeschaltet. Dann Ja. muss ich das wieder von vorne machen. Ja. Quatsch. Ich fange hier an. Du darfst während dieses 2 Tage nicht E-Mail schreiben und sonst wohin mit einem. Weil jedes Wort wie nichts kann ja eine ganz andere Kette vielleicht einschlagen. Ja. So, wir gehen das Ding hier durch und dann sind wir hier. Jetzt gehen wir ein paar Mal durch. Es ist durch. Wahnsinn. Ja. Und du findest praktisch diese Energie, die da drin gesteckt hat, als potenzielle Energie jetzt, um einfach dich irgendwo hinzubewegen, ohne dass da irgendwas dagegen steht. Und zwar die ganzen Geschichten hier nicht mehr. Petra, vielen, vielen Dank. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich würde mich freuen, wenn ich nochmal wiederkommen darf Gerne. und wir weitersprechen über all diese Themen. Ja, danke dir. Danke. Wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, vor allem, weil ich schon viele Therapieansätze kennengelernt habe und auch gerade ich das so schön finde, dass du das, was du machst und das, was du da erkennst und wie du mit den Leuten arbeitest, eben auch mit der spirituellen Sichtweise verbindest und diese universelle Liebe eigentlich der Schlüssel dann auch immer wieder ist, zu dem man zurückkehren kann. Also, ja, danke schön.